Okay, gib mal Stoff, Digga. Oha, Abu, Digga. Was geht? Heute gibt's einen IRL-Stream von der Motorradmesse in Hamburg. Und Hauptsache, einer nett wenig noch. Da drinnen gibt's richtig Action, ordentlich Live-Shows, aber natürlich auch lecker Essen und natürlich der Hauptfokus Motorräder. Und ich hoffe auch, die haben auch geile 125er-Roller. Dann kannst du den wieder einkaufen und den in Buxtehude einfach stehen lassen. Der steht immer noch da. Digga, das ist eine bodenlose Frechheit. Ich bereite wirklich alles perfekt vor. Abo und ich sind pünktlich. Alles super, Digga. Ich fahre eine Dreiviertelstunde hier. Ich komme hier an, Digga. Ich steige aus. Habe ich einfach den Rucksack zu Hause stehen gelassen. Wie geht's euch? Alles klar? Heute gehen wir wieder mal ein paar Absperrungen verschieben. Nein. Das sieht auf jeden Fall cool hier aus. Das Ding ist, ich konnte nie so eine Gürtel tragen, wo was drauf ist, weil bei mir siehst du den Gürtel nicht. Also diese Zeichen oder Symbol. Bekommen, oder was? Nee. Hast du aber auch mal alle gelacht? Dann bin ich ein lustiger Typ. Aus dem Weg jetzt kommt der Rentner. Okay, das ist doch geil, Digga. Jetzt geht's hier direkt los, Alter. Platz, der die Chefs kommen. Ja, das riecht ja direkt geil nach Essen, Fressen, Digga. Ich sag dir auch ehrlich, der einzige Grund, warum ich mich hier getroffen habe, weil ich was essen will, Digga. Super, danke schön, gerne. Also ich sag dir ehrlich, von allen Maschinen, die hier in der Reihe stehen, also ein Oldschool-Ding hier, ne? 92er Baujahr, 44 PS. Boah, schwierig, Alter. Hier mal das Monster hier, das Naked Bike, geile Spiegel. Ja, bitte, guck mal, was das Alcantara sitzt oder was? Ein wunderschönes Ding. Was ist das hier? Okay, da brauchen wir. Das ist schick, ja, aber das ist die schicke. Ja, die sieht optisch natürlich auch richtig sexy aus, auf jeden Fall. Aber ich finde den Tank ein bisschen zu dick, ne? Ja, safe. Das ist, als ob ich auf dem Rücken liege. Also ich sag ehrlich, es ist dein Fall, Motorrad, oder was? Also ich finde, das Motorrad sieht okay aus. Ja, okay. Ich finde den Tank zu dick. 1996? Hat das so ein bisschen auch schon so Oldtimer-Status, oder? Also ich glaube, jetzt habe ich so verloren, wie ich es umgebaut habe. Ich habe das selber jetzt 4 Jahre lang umgebaut und letztes Jahr TÜV bekommen. Also so ist es zu 100% legal. Dann macht es ja gar keinen Spaß. 125 PS, das Ding geht auch nach vorne, Alter. Bro, das gibt mir so New Kids Vibes. Genau, da mit Unterhemd drauf, E-Zigarette im Mund. Das ist richtig Redneck, ja. Da kannst du auch mit deiner Cousine schlafen, wenn du das Ding hast. Also genau mein Ding, sag ich. Stell dir einfach vor, mit dem Ding schön durch die Dünen am Strand ballern. Guck dir mal das Kabel davon an. Oder hat der Kabelfernseher oder was? Das ist das Hydrauliköl, was in die Bremsen geht. Ja, klar. Ich habe vor diesen Dingern extremst Respekt. 125 PS. Mein C-Coupé, was ich draußen habe, hat 180 PS. Der Reiz, damit zu ballern, ist so krass. Und dann hast du noch die Idioten, die dich nicht sehen. Hier haben wir ein bisschen Motorradkleidung. Suzuki Swift. Kennst du den Wagen? Das war mein erstes Auto, Suzuki Swift. Krass, ich hatte den auch, aber war nicht erst, aber so eine kleine Schrottkiste. Ja. DJ sagt, spendet 5 Euro. Wir machen ein Gruppenbild zusammen. Bitte. So, was kostet hier so ein Ding? 11.000. So, okay. Damit eine lange Mille, Reise, Alter, machen. Ja. Was hat denn das an Leistung? 15 PS. 30 PS. PS. Darf man, glaubst du, man darf sich da rauf oder man darf sich raufsetzen? Setz dich mal rauf, Babu. Rauf, zack. Geil, Digga. Das ist schon bequem, sag ich ehrlich so. Wir können da doch, glaubst du, da kann man zu zweit drauf sitzen? Ja, ne? Boah, ich hab Jeans an, Digga. Boah, ich komm noch mal. Ja, so. Ja, okay, gib mal Stoff, Digga. Ja, fährt nicht. Also ich, von der Seite sieht sie schicker aus. Ich finde die Front mit den zwei Scheinwerfern schrecklich. Das sieht ein bisschen aus wie Among Us. Checkst du ein Auge? Von der Seite sieht sie unfassbar brutal aus. Aber ich finde, das Langgezogene ist nicht meins. Oh, Platz da. Der Rentner muss durch. Hayabusa, Digga. Das ist ein richtig... Das ist Hayabusa. Oh. Monte Spimisch spendet 5 Euro. Maul. Florentner, wasch mich mal wieder. Schaut's mal. Was ist das für PS hat das Ding? Bevor du dir das Schild anguckst. Wohin geht der Max? Spendet 180 Euro. 180 PS. 180 PS? Ja, würde ich sagen, ja. Ich sag 181. 190. Ja. Aber du hast doch eine eklige Methode gemacht. Ja, ich weiß. 15 PS hier. Das war's für dich. Das war halt sowas für euch. Da bin ich mit dem Fahrrad schneller. Du musst dir vorstellen, die Maschine wiegt einfach weniger als du. Das ist aber wirklich so, ne? Ja, das ist so. Noch. Das ist nichts für deutsche Straßen, oder? Was sagt ihr, Chat? Wenn du älter bist, fährst du doch immer die Dinger auf dem Bürgersteig. Ja. Ja, so sehen die aus. Also für Deutschland ist das nix. Vom letzten IRL-Stream gab es einen Clip mit Rentner. Ich hab geheult vor Lachen. Das war doch, da waren doch gerade viele ältere Leute da. Das war sehr lustig. Und dann lustig, kam diese Donation. Das war so respektlos. Die TTS-Donations, die müsst ihr gut timen, Chat. Das sind krasse Sachen. Die Kartoffeln mit Tzatziki sehen lecker aus, ja? Die Kartoffeln, die Pilze sehen krass aus. Von den Pilzen kriege ich immer Durchfall. Echt? Ja, aber egal. Das stört mich nicht. Egal. Hast du regelmäßig Durchfall?
Ich war noch nie auf Toilette. Das ist, das eine gepackte Richard Mille? Das ist eine 160 Euro Amazon-Uhr. Sieht ein bisschen aus wie Richard Mille, ja. Ja, deswegen habe ich mir gekauft. Ich würde gerne eine Brezel und auch diese Champignons. Zweimal Kartoffeln und noch eine Brezel. Macht mal schneller, ihr Rentner. Wisst ihr etwa nicht, wer ich bin? Ich hab Kohldampf, Mann, ich hab Hunger. Boah, die Brezel ist hammermundig. Boah, die Champignons sind köstlich, Digga. Ja, Mann. Hier in Hamburg wird auch in den nächsten 2, 3, 4 Wochen, wir wissen noch nicht ganz genau, eine Messe sein, nur mit Essen. Da werde ich auch am Start sein. Anonymous spendet 5 Euro. Der nächste Stream ist dann bestimmt von der Rolate Messe. Küsse auf Würstchen und Nüsse. Ich möchte nicht gestört werden, okay? Nee, gar nichts. Ich bin am Essen, okay? Gibt's eine eiserne Regel. Marc Buschmann spendet 5 Euro. E Opa, was guckst du so? Nee, das ist ja, die spinnen rum. Du hast gespendet bekommen. Nee, die haben wir nicht gespendet bekommen. Nee. Aber Swose spendet 6 Euro. Schnell essen, sonst bin voll gekackt. Was guckst du so, Rotkäppchen? Die denken, die sind ganz lustig heute. So, Chef, der ist für dich. Einfach einstechen und nichts sagen. Ich hab's gedankt für die nette Gesellschaft. Nee, einfach als Dankeschön. Damit kannst du weg, Reeperbahn Casino. Wir nehmen die sofort mit Kusshand. Ja. Mach's gut, ciao. Gerhard, ich habe ihm gerade 200 Euro gegeben. Der hat die ganze Zeit im Hintergrund gesessen und ihr habt euch lustig über den gemacht oder Späßchen gemacht, will ich es mal so sagen. Er hat auch einen Satz gedroppt, wo er meinte, ich könnte als Sozialempfänger gar keine 5 Euro spenden. Genau, ob das jetzt wahr ist oder nicht, egal, aber man kann auch mal was zurückgeben. Sowas finde ich auch extrem cool, Digga, sag ich ehrlich. Becher? Ja, finde ich extrem cool. Ja, komm her, kleiner Mann. So, komm rüber. Super. Gut, alles klar. Also, jetzt mal keine Fotos mehr. Zu viel. Diese Weste, ich feiere so eine Weste tot, ne? Ich sag dir ehrlich. Wollen wir mal gucken, ob sie eine in deiner Größe haben oder was? Habt ihr seine Größe? Ja. So, jetzt bin ich gespannt, Abu. Oha, Abu, Digga. Aber da merkst du, dass ich fett bin, weil wenn oben so ist und die gehen so runter, scheiße, die müssen. Checkst du, was ich meine? Die müssen gerade sein. Habt ihr eine Nummer größer? Weißt du, von wann du nach Dortmund zu JP fährst? Ja. Sieht super aus. Nimm mit, Abu. Auch mal in der RP dann tragen. Dann nehmen die Leute dich auch für voll. Er musste sogar hier reisen. Der Unterstrich Melli spendet 5 Euro. So, wir müssen einmal kurz raus zum Auto. Ich habe meinen Nasenspray natürlich wieder vergessen, wie ich schon fett sage. Montes Zuschauer spendet 5 Euro. Hey Leute, haut ab. Wir wollen die Messe sehen. Genau. Ich sag ehrlich, Digga. Montes Analyse spendet 6 Euro. Drück mich mal aus. Paul, die Donation mit dem Opa. Eben. Oder? Die war so vom Timing perfekt, Digga. Erstmal sagt er Rotkäppchen danach, dann dachte ich mir, warte, dann sehe ich seine Käppi einfach rot. Ich konnte nicht mehr. Nee, aber die erste Donation war viel krasser, wo einfach nur war, ey Opa, was guckst du so? Die war extremst lustig, Digga. Digga. Oh mein Gott. Dieser Benzin-Öl-Motorgeruch. So riecht ein schöner Zweitakter, sagst du? Ja, klar. Ein scheiß Nasenspray, oder? Geil. Hier, das ist das TKP von mir aktuell. Wichtig und richtig. So, habe ich was zwischen den Zähnen? Du Wichser. Und ich muss dir noch was sagen. Du hast keine Cola getrunken, sondern eine Zero. Das ist doch nicht schlimm. Aber trotzdem 31er, sag ich ehrlich. Boah, du Wichser! Da war voll viel zwischen den Zähnen, Mann. Weg jetzt, besser? Oh, meiner. Ja, jetzt wirklich. So ein kleiner Hoden-Kobold bist du, Digga, wirklich. Safe. Ja, mach schnell ein Bild. Gut, alles klar, gerne. Das finde ich auch cool. Unabhängig jetzt von der Farbe. Das ist unfassbar brutal. Das ist cool. Aber weißt du, was du mit deinem Führerschein fahren darfst? Was? Und das denn? Ich habe auch nur 125er Lappen. Ja? Ja! Ehrlich? 100%. Aber ich habe noch nicht die Papiere abgegeben beim Amt. Ich habe den gemacht, alle Stunden und so. Ich habe auch 125, wir könnten cruisen. Ja, ich habe aber noch nicht abgegeben. Ich weiß nicht, inwiefern das dann noch gültig ist. Boah. Wenn du den beschleunigst von 0 auf 100, da kriegst du gar nicht den Grip auf die Straße. Der hebt dir vorne ab. Das Ding sieht unfassbar geil aus von vorne. 200 PS ist so krank, Alter. Wie gesagt, mein C-Coupé draußen hat weniger Leistung. Super, super schönes Motorrad. Sowas finde ich vollkommen ausreichend. Das ist im Grunde wie ein Fahrrad, bloß mit Motor. Das hat natürlich auch Style hier, ne? Das ist auch cool, ja? Das hat 75 PS? Na, okay. Das ist krass. Digga! Das ist echt krass. Holy shit! Digga, weißt du, wie das nach vorne geht? Das ist nur der Motorblock, der was wiegt. Ja, eine schnelle Brille, sagst du, oder was? Sieht sogar gar nicht mal verkehrt aus, sag ich ehrlich. Was sagst du? Es sieht voll gut aus.
Nicht mehr aus der Baustelle, aber... Die Baustelle? Ja, wegen der Farbe. Besser. Immer. Sie ist echt cool. Sieht cool aus, ja. Hast du Angst auch? Ja, sehr. Sagst du? Hä? Sie passt auch zu Käppi und so. Ja? Ja. Aus dem Weg, wie gering, verdiene der Rentner mit Demenz und Durchfall muss durch. Maulmann, Alter, unfassbar sickes Motorrad. Der ist für 11 Mille zu verkaufen. Aber würdest du dich anschocken, so zu fahren? Ich bin noch nie so gefahren, weiß ich nicht, wie das vom Feeling ist. Ich glaube, ich habe das Gefühl, man sitzt nicht so stabil darauf. Wann kann man die neue? Ich kann mir vorstellen, dass das fette Monster bequem ist zu fahren. Unfassbar sick. Krankes Ding. Ich würde gerne mal raufgehen. Mal wieder eine Absperrung wegmachen, sagst du? Davon distanzieren wir uns. Und für einen Elfer, das ist das ja auch ein Schnäppchen. Bitte nicht anfassen. Hab ich nicht. Wo steht das? Das ist so. Ja. Ich will mal wissen, wer hierfür zuständig ist, Alter. Ich will jetzt nichts sagen. So, aber für mich persönlich, stell dir vor, du bist auf einer Motorradshow und musst im pinken Häschen-Outfit den ganzen Tag stehen, Digga. Immer diese Leute, die auf Undercover-Fotos machen, solche Schlumpfe. Ja, das stimmt, ja. Da hast du recht. Moin. Unfassbar. Boah, das sieht ja richtig geil aus, Digga. Boah, Hundebilder. Da steht einfach Hellboy. Davon distanziere ich mich. Die Reifen. Guck dir mal alleine die Reifen an, Digga. Boah, Digga, das ist krass. Wäre es möglich, dass wir einmal in die Mitte gehen? Wir werden nichts anfassen, dass man auch mal die Dinger richtig abfilmen kann? Ja, komm rein. Ja? Das wäre sehr nett. Was ist denn der heimliche Gewinner? Den heimlichen Gewinner darf ich natürlich noch nicht verraten. Okay. Aber ich sag mal, so ein Ding hat schon eine ganz gute Chance. Eine Frage haben wir aber noch. Ja. Die Dinger, die sich so fahren lassen. Der Kollege da vorne, der mit dem Hund, der zum Verkaufen auch ist. Fährt sich gut. Bequem? Ja. Kriegt man da nicht irgendwann... Wenn es zu hoch ist, ja. Also bei meiner Größe ist das natürlich ein bisschen nervig, wenn das da oben ist. Aber so auf der Höhe fährst du echt geil. Okay. Würdest du das auf der Straße fahren? Ja. Also ich muss sagen, so, ich bin extremer... Also ich finde, das wäre was für dich, Abu. 100%. Da würdest du auch wirklich gut drauf aussehen. Also, du kannst sagen, bei so einem Ding, die liegen bei 320 PS. Oh. Ein V8-Motor. Der Motor sitzt normalerweise in der Corvette. Oh. Was kostet und das Ding hier? Das Ding kostet ungefähr 65.000 bis 70.000. Alter, der Lüfter einfach vorne schon. Was macht die von 100 auf 100 und 200? Also von 0 auf 200 brauchen die ungefähr 5,5 Sekunden. Digga! Das Krasse ist aber, für Europa sind die eigentlich abgeriegelt auf 180 km/h. Aber da gibt es natürlich technische Möglichkeiten, diese Regelung nochmal rauszunehmen. Na klar, das ist ja brutalst, das Ding. Aber es macht halt wahnsinnig Spaß, mit den Dingern zu fahren. Allein die pure Leistung. Also ich würde fast sagen, dass das für mich persönlich das schönste Motorrad hier bis jetzt ist. Und das habt ihr wahrscheinlich in der Motorszene. Ich bin großer Freund von Sons of Anarchy. Ja. Und Jack Teller hat nicht das gleiche Modell, aber auch ein Modell mit diesen Seitentaschen gehabt. Finde ich auch krass. Also es gibt ja 24,5. Wenn du gut feilst, machst du einen 23er draus. Das denke ich auch. Davon distanzierst du dich natürlich. Made in Hell. Triple 7W spendet 5 Euro. Das ist echt schön. Gibt's für den Rentner auch ein Bike mit Medikamenten, Döschen und Stürzgiebe? Ja, schlechter. Na, Käse spendet 5 Euro. Ruhe da. Laber nicht so viel, der Dicke versteht eh nichts. Sehr geil. Die Leute können Geld spenden mit einer Textnachricht dann. Okay. Ne, falls er mal bei ist, nichts persönlich nehmen. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich entweder dieses Mietzchen hier nehmen. Auch unfassbar schön mit den Bremslichtern. Diese Bremslichter sind Legende, ja. Wo liegt so ein Ding beim 35? Circa, ja. Würde ich so ganz großer Daumen zwischen 35 und 45. Also das finde ich extrem schick. Die Frontoptik, extremst gelungen. Das ist schon ein brutales Ding auf der Straße. Und die ist halt auch extremst laut. Dürfen sie ja theoretisch nicht mehr, aber es gibt verstellbare Auspuffanlagen, sodass du, wenn du dann nicht im öffentlichen Straßenverkehr bist, dann auch mal ein bisschen lauter fahren. Die sollen alle den Stock aus dem Arsch nehmen und uns nicht auf den Sack gehen. Nicht immer alles verbieten, was Spaß macht, Alter. Otto, du darfst. Was? Du darfst. Ja, komm, einmal will ich mich aufsetzen. Ja, Elektromotorrad. Boah, er hat schlau gemacht. Er hat ihn erstmal auf dem Motorrad sitzen lassen, damit er am Ende Foto mit ihm machen darf. Oh, der Bre ist schlau. Er wusste, was er macht. Das ist schon mächtig, Digga. Was gibt's von dem? 200 Kilo? Sagst du, ich finde, das Krasseste an dem Ding ist, finde ich, die Farbe. Insgesamt auch der Harley-Davidson-Schriftzug in dezent auf den dunklen Grün. Das sieht sehr, sehr stimmig aus. Die ist echt schön. Und die ist safe schön, ja. Ja. Muss man das nicht richtig pflegen? Richtig. Ja, ne? Ja. Also einmal durch Salz gefahren, dann ist er erstmal 2 Stunden dabei. Ja. Ich denke, viele machen das auch gerne. Ich selbst habe da nicht so Bock drauf und habe alles mattiert. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, das Motorrad oder das, wo wir gerade drauf saßen, eins ist das schwarze oder grüne und zwei ist das silberne, was sagt ihr? Bin jetzt mal gespannt. Ja, ich auch. Nee, gefühlt 99% würden das Motorrad nehmen. Wenn ihr noch ein Schnäppchen wollt, dann könnt ihr gerne um die Ecke kommen hier.
Sehr nett. Sagt einfach, wenn ihr noch ein Schnäpschen wollt. Danke dir nochmal, ja? Bitte? Ja, ich danke. Boah, sieht extrem lecker aus alles, Mann. Entschuldigung, ja. Kostet das was, wenn ich mit dir ein Foto mache? Nee, kein Problem, können wir machen. Mein Sohn ist auch. Alles gut, kein Problem. Ich bin totaler Fan von dir. Wäre mal mitgekommen. Lieber zu Hause mit dem Arsch sitzen und zocken, ne? Richtig, ja, ganz dein Ebenbild, ne? Gut. Jo, beste Grüße. Also es gibt selten Momente als Vegetarier, wo man schwach wird, aber das sieht unfassbar lecker aus. Schwimmbad-Feeling. Aber unfassbar lecker. Boah, ja, ja. Abu. Oh, hast du den Zuschauern unterwegs was gegeben? Das ist ja verschwendend wenig, Alter. Aber ich finde, die machen das richtig gut. Gut, alles klar. Ich kann mal ein bisschen Lärm machen hier für unsere Jugend vom MSC Mölln. Gut, sehr cool, danke dir. Gerne. Ich weiß jetzt nicht, war jetzt hier gerade ein dicker Unfall, dann hauen wir, gehen wir wieder lieber. Oh ja, da hat sich jemand auf die Fresse gelegt, also ein Sanitäter gerade. Hier wird wohl gesprungen. Komm mal her, komm mal ein. Dankeschön. Haftungsverzicht. Mein Schritt ist so hässlich. Reicht das Band für meinen Arm? Ich glaube ja, es hat bei meinem Mann auch gereicht. So. Heißt du Luca? Ja. Wusste ich. Woher? Steht auf dem Moped drauf. Aber Mountainbike fahren wir auch zusammen. Ich habe auch ein schönes Fahrrad jetzt zu Hause, ein schönes Mountainbike. Das Cannondale, meinst du? Ja. Ja, das habe ich mir gekauft, voller Motivation, bin 1,5 Mal gefahren. 16 Uhr, glaube ich, springen wir nochmal. 1,5 Stunden. Ja, dann können wir wieder abhauen, theoretisch gesehen. Aber wir haben jetzt ja ein Bändchen. Weißt du, wo ich auch noch ein Bändchen habe? Nee. Am Penis. Das ist genau sein Kaliber, das Ding hier. So, Chat, ich sehe euch. Wie geht's euch? Ich hab noch nie Motorrad mit Schaltung, bin ich noch nie gefahren. Runde Düsen. Was? Soll ich anmachen? Du bist noch nie Motorrad mit Schaltung gefahren? Nein, ich hab noch nie. Ich kenn keine Automatik für Roller. Ja, Roller, aber. Dann ist wie beim Auto, hast du so. Das ist wirklich nicht so schwer. 10 Minuten und du kannst es. Ich hab's über ein YouTube-Video gelernt. Ich meine in der Fahrschule. Ja, nee, ich habe Angst, dass ich einen Unfall baue. Weißt du? Oh, schade. Schnauze. Ist nicht schlimm, Monte. Motorradmesse zu gehen, aber kein Motorrad zu fahren? Maul, und dann noch so ein Süßi? Ist nicht schlimm. Ja. Ich glaube, Chad würde das gerne sehen, weißt du? Aber. Ja, ist okay. Aber Bro, ich habe keinen Motorradführerschein. Oh nein. Das erste Mal. Braucht er das hier in der Halle? Nö. Oh, ist egal. Ja, darum geht's doch nicht. Ja, gestern, warum dann? Wie alt war der? 10 oder so? 10! Mit so einem Ding. Also ein kleiner Bubi. Herbert sagt, ich spendet 5 Euro. Mal gucken, was Herbert kann sagt. Aber mal fahren. Ja, hey Herbert, was soll das? Nee. Dein Herz will es. Nein. Mach das Ding mal an. Ja, mach mal an. Mach mal an. Nee, eigentlich will ich das nicht. Und wenn ich es nicht will, Digga, dann. Dann will ich nicht. Hört sich schon cool an, ne? Gas geben kann ich jetzt. Ja, du kannst, aber du hast keinen Gang drin. Ja, du kannst jetzt ein bisschen. Oh, yeah! Hast du Lust, mit in der Show mit dabei zu sein? Das würde ich da reinstellen und direkt auch nicht am Fuß. Nee, nee, nee. Geil! Was? Ach, stell dir mal vor, die treffen mich. Nein. Die treffen dich bestimmt, aber das ist doch cool. Ich spiele das uns immer so. Und halte fest. Von mir aus. Ja? Ja. Du darfst ja nicht zur Seite springen. Wenn du zur Seite springst, dann ist Aua. Bro, warum bin ich wieder der Idiot, der die Scheiße machen muss? Ich hab gar keinen Bock drauf. Stell dir vor, der trifft mich am Kopf, Digga. Das wäre nicht gut. Na, da war es der letzte Stream, verstehst du das? Das stimmt, aber ein krasser letzter Stream. Ja. Scheiße, okay, wie lange warst du? Scheiße, Digga! Scheiße! Natürlich kein Problem. Keiner hat geklatscht, Digga. Da war einer, der geklatscht hat. 2-3 Leute haben geklatscht. Ich bin irrelevant geworden. Okay. Oh, oh, oh. Digga, ich dachte, der fliegt jetzt hin. Thank you.
Er steht so wie ein NPC da. Der weiß nicht, was gleich mit ihm passiert. Oh. Guck mal, was sein Gesicht hat. Hat sich so angefühlt, wie du geguckt hast? Ja, ja, schon, ja. Er ist echt nah gewesen. Bro, er hat mich berührt. Ja, ich hab's gesehen. Ich wollte den Ding hauen schon. Wir brauchen Abo auch noch mal in der Mitte. Das hatte ich noch einen Dicken in der Mitte. Touché. Und bei dir hat sie weniger Platz. Jetzt ist Abo fällig. Zu zweit, Abo, zu zweit. Schon gutes Gefühl, oder? Ja, ja, sehr. Ich finde diese Maschine so geil, Digga. Von ihr aufs Motorrad hört sich wirklich geil an. Ja, ja, der Sound ist super. Geil, Digga. Oh, geile Show, geil, geil, ja. Immer noch keine Stunts, oder sind es doch Stunts? Doch, bisschen, jetzt ist es ein Stunts. Bisschen Stunts, ja. Digga, jetzt läuft ja auch noch der Montes-Song, Alter. Geil. Digga, man kriegt hier so viel Liebe, das muss man wirklich sagen. Nicht normal, Digga. Du solltest hier nicht meine Unterschrift tätowieren lassen. Nee, davon halte ich gar nichts, Digga. Bitte. Nee. Ich mach ein Foto, aber ich mach kein Ding. Es ist Attestation vor 54 Euro. Gut, dankeschön. Ah, hier ist jetzt gerade Motorrad. Guck hier, da hier ist da gerade der Wettbewerb. Guck, da werden gerade die Pokale verloren. Gut, alles klar, sehr gerne. Boah, hier stehen Indians. Boah. Wie findest du die? Die finde ich Hammer. Ja. Aber ich muss sagen, ich feiere die hier mehr. Was sagst du, kostet die? 70er. 70er? Ja. Ich sag 69.999. Machst du jetzt den Abo? Oh. 69.000.
Aber ich hab's geschätzt, ohne es gesehen zu haben. Das ist crazy. Nee, ich hab nicht gesehen. Aber bitte guck dir mal diese schwarz an. 100%. Ich finde die auch sehr schick. Okay, den Preis habe ich gesehen jetzt, scheiße. Finde ich auch sexy, ja? Mit den lila Akzenten. Oh. Das muss Alcantara. Nicht anfassen, Mann. So nicht? Nicht anfassen. Oh Mann, Abu. Nicht, dass gleich wieder jemand hier Stress macht wegen dir. Ja, aber er kann mich anmachen, aber nicht Arschloch sagen. Ja, das stimmt. Das ist ein Unterschied. Die ist auch wirklich wunderschön, aber ich bleibe dabei, Digga. Das Ding hier, das Ding finde ich richtig intens. Das Ding ist hier, ich finde auch die Frontoptik, Chat, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oh, hier ist ein bisschen Staub. Abu, nicht anfassen. Aber da steht doch nicht sitzen. Was sagt ihr, Chat? Also, wenn du Milliardär wärst, würdest du sie dir ins Wohnzimmer stellen? Ja, würde ich auch mir jetzt schon so einfach ins Wohnzimmer stellen, wenn ich Platz hätte. Wäre doch geil. Ach ja, stimmt, die kostet ja nur ein 70er, sagst ja, du. Ja, ist doch Schnäppchen. Stimmt, die 70er trägst du ja doppelt so viel am Handgelenk. Ja. Nein. Richard Mill trägst du. Also ich finde die Optik von hier extrem geil, Digga. So eine ähnliche hatte ich auch in GTA RP. GTA, ja. Hier, Monte, komm mal her. Ja. Setz dich mal drauf. Würdest du nicht merken. Schöne Rotton, ja? Ja. Auch wieder ein extrem geiler Arsch. Das mit den zwei hier an den Seiten feiere ich richtig. Ich mag das mit den Taschen auch extrem gerne, Digga. Das ist mein Stil. Das mag ich gerne. Das Naked Bug, ich liebe das. Findest du gut? Ja, ich liebe die Dinger. Elektro? Oh, davon distanziere ich mich. Ist das deine, oder was? Ja? Ist deine? Nee. Würdest du dir Elektro holen? Motorrad? Ja, auf gar keinen Fall. Ein weiser Mann hat mal gesagt, eine schöne Frau. Würdest du sagen, das Motorrad ist an für sich schön? Also hässlich ist es nicht. Okay, sagen wir mal, du lernst eine Frau kennen, die nicht hässlich ist. Und du hast die Option, sie stöhnt oder sie stöhnt nicht. Welche Option würdest du nehmen? Stöhnt. Genau, so ist es mit dem Motorrad auch. Ich will auch, dass das Ding mich anstöhnt. Schöne Frau, die leise ist. Nee, was bringt das? Bringt das nicht. Kann ich mir auch einen runterholen. 21 Mille, 60 kW, 82 PS. Weißt du, was das bedeutet, ein Elektromotor? Du drückst und er fährt. Checkst du, das ist ja kein Verbrenner. Ich will kein Foto machen, nur kurz was ansprechen. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Gesprächen. Das ist sehr nett, aber alles gut. Wenn jemand zu mir kommt und auf einmal mit mir anfangen will, ein Gespräch zu führen, so, das ist, für mich ist das ja immer noch auch eine fremde Person. So, dann mach ein Foto, okay, aber ich will nicht reden. Was hat er gesagt? Ich will es auch nicht wissen. Ich habe schon mit ihm geredet. Hast du schon? Er ist mit zwei Hallen hinterhergekommen und hat mit mir geredet. So. Ja, das ist nicht meins. Ja, ich kannst du auch nicht wissen. Automar spendet 5 Euro. Wo bleibt das Fressen? Ich bin Rentner und meine Zeit läuft ab. Sehe ich genauso, ja. Moin. Hast du Schoko-Eis? Nur Schoko, ja. Ja, okay. Ich nehme nur ein Nur-Schoko mit Krokant. Leon spendet 5 Euro. Kein Lakritz als Dopping, bitte. Marc Buschmann spendet 5 Euro. Hallo, ein Eis bitte, damit ich danach die kacken kann. Ja, bitte. Wichser. Okay, noch ein Eis, ich bezahle beide. Ich hätte da gerne Vanille drauf. Ja, doch, das passt. Ein bisschen noch, was das? So. Oh, ja. Abu, komm. Rapper oder was? Hey, will. Diesmal warst du das. Das ist mir scheißegal. Also wenn ich ein Resümee ziehen müsste, finde ich die Messe auch besser als die Fahrradmesse. Die Fahrradmesse? Die Wohnmobilmesse. Die Fahrradmesse, ja. Es ist zum Anschauen, finde ich, geiler. Also hier hast du noch mehr Wow-Effekt. Aber hat er sein Eis nicht mal bezahlt, da war ich schon weg. Ich finde das Publikum auch hier ein wenig entspannter vom Klientel. Ja, auch sehr viele jüngere Leute da, auch so Jugendliche oder junge Männer. Eis ist sehr lecker, finde ich. Ja, ja. Das ist okay. Wenn ihr die Schoko nicht nehmen sollen. Die ist wirklich normal gegeben, nicht so wie die anderen. Danke. Es gibt so einen Streamer, Breitenberg heißt er. Der war früher immer am Boden und jetzt ist er komplett abgehoben. Du kannst nicht mehr mit ihm reden. Der hat sich einen Fahrer, einen Chauffeur, eine Putzfrau. Ja, ja. Der macht nichts mehr alleine zu Hause. Ja, ihr beiden seid nur einzig normal. Na, Breitenberg ist schon echt komisch, ja. Ja, ja, mittlerweile. Breitenberg hat öffentlich gesagt, dass er auf Fußnägel steht. Seitdem ist er aber hier unten durch gewesen. Na, ich mache nur Spaß. Auf Füße steht er. Ja, mach doch nicht. Ja, ich stehe auch auf Füße. Jeden Tag. So. Wird die schön aussehen? Das stimmt. Und nicht über 40. Moin, zwei Zero-Cola, bitte. Ich kenne dich, aber ich komme nicht auf die Namen. Ich kenne euch beide. Macht genau, auf Breitenberg. Mit euren Messestreams auch sympathisch, wie ihr beide euch zeigt. Können wir ein Foto machen für meinen Sohn? Ja, okay, kein Problem. Peter spendet 10 Euro. Er ist doch bezahlt. Bro, du brauchst nicht fünfmal meinen Namen neben mir sein, Digga. Ich bekomme das schon mit, Alter. Ich bin gerade am Trinken, Digga. Und sie läuft neben meinem Ohr und schreit fünfmal meinen Namen. Ich bekomme das schon mit, Digga. Lass mich doch mal kurz chillen. Ah, hier werden Tattoos gemacht. Ja, wir machen auch den Rücken. Zweimal her, was hast du am Rücken gemacht? Oha. Alles heute? Nee, wir haben in 3 Tagen. Das war der erste Tag. TV Abrik spendet 5 Euro. Was war der schmerzhafteste Teil, sagst du? Heute. Unten alles. Alles, was im Arsch geht. Total. Weil die Haut dünner da ist. Hier schon, ja, auch nach 3 Tagen ist das. Hier in diesen Innenbereichen stelle ich es mir sehr unangenehm vor. Ist auch noch nicht fertig.
Damn, boy. Der, dieser Bereich war komplett Katastrophe. Ich habe erst die Linien machen lassen und da kam ich gerade vor einem Zahnarzttermin. Da hat mich der Zahnarzt schon richtig hops genommen. Und dann hat er die Linie gemacht, habe ich gesagt, wir müssen abbrechen, ich kann das nicht heute. Da bin ich so aus dem Auto zum Auto gelaufen, weil ich fast zusammengebrochen bin. So, weil das wirklich, aber Bauch war voll Katastrophe. Hals und so war echt entspannt. Also ich würde sagen, Abo, das ist bis jetzt mit das schönste Motorrad, was wir heute hier gesehen haben. Die Farbe fühle ich übertrieben heftig. So wird... Moin. Ist das deine, oder was? Das ist meine. Ich habe meinen Pokal gefilmt, die ich habe gewonnen. Oh, sieht doch schön aus. Jetzt cooler Pokal. Spannend. Nö. Ja, Holle, die ist auch auf, ne? Was kostet so ein Hobel? Der ist jetzt inseriert für 40 VW. Das geht ja sogar noch, ne? Das ist mehr gedacht. Digga, ich habe 50 investiert. Das gefällt mir gut, ja. Schwarz, ne? Ja. Ich habe mir gerade die S-Klasse, die neue S-Klasse, auch in so einem Grauton ungefähr bestellt. Heftig. Ja, mit roten Akzenten in, an den Sitzen. Ja, ich wollte mal was Neues. Zur Not kann ich ja immer noch folieren, weißt du, wie ich meine? Also unfassbar schönes Motorrad, auch von vorne gerade die Front. Oh, hier aber, was ist das, Alter? Da muss mal richtig... Digga, die Felge habe ich neu gekauft, ne? Zweimal gefahren, ja. In die Garage gestellt, bisschen feucht drinne und gestern, vorgestern rausgeholt. Die sah noch schlimmer aus als so, komplett. Da kann ich dir aber nur noch 20 geben, Alter, mit dem Rost. Ja, die wird jetzt neu gemacht. Ja, auf Kulanz natürlich. Ja, klar, aber es ist echt ein schönes Moped, ey. Danke. Einfach Rohrarztmode. Das sieht Rohrhacke mal an. Da film ich auf jeden Fall nicht hin, Digga. Das ist die komplette Haramzone hier. Du bist King, wenn du weißt, von wem der Song ist. Oh, hallo. Ich kenne den, von aber ich weiß nicht, wer der Name ist. Du musst, wenn du das nicht weißt, bist du Penner. Aber ich bin ja kein Musikhörer. Ich kenne mich mit Filmen aus, aber nicht mit Musik. Das ist Bob Marley. Ja. Ja. Du hast mit ihm zu tun? Ja, ich bin sein Manager. Du bist sein Manager, genau. Okay. Du, am Ende, ich habe keine Ahnung, was er tut. Ich will einfach nur ein Foto meinem Mann schicken, weil ich folge ihm nicht mal bei Instagram. Ah, ja, würde ich auch nicht machen. Ich habe das nur gerade gesehen. Ich dachte, der kommt mir so bekannt vor. Ja. Und mein Mann folgt ihm, aber ich will einfach nur meinem Mann jetzt ein Foto schicken. Ich jetzt geht er gerade, jetzt musst du zugreifen. Gut. Ich will nicht nur stören. Nee. Aber du kriegst nach Axel gratis, wenn wir ein Foto machen. Mann, dann, dann machen wir kein Foto, ich esse kein Fleisch. Danke dir. Warte, bitte. Was hat er gesagt? Er ist zu mir gekommen und meinte, ich gebe den Haxer aus und dann machen wir ein Foto. Und dann habe ich gesagt, Digi, dann machen wir kein Foto, weil er isst kein Fleisch. Die meisten Leute, wenn die dir was geben für umsonst, erwarten sie immer eine Gegenleistung. Es ist immer so. Deswegen nehme ich einfach immer gar nichts an, Digga. Damit fahre ich am besten. Montana? Montana? Guck mal, wer uns hinterherläuft immer noch. Ja. Der Typ, der Abo drei Kilometer das hinterhergelaufen ist. Wir haben einen Stalker. Kennst, ich singe jetzt was, wenn du es nicht kennst, dann gehe ich sofort nach Hause. Okay. Bananas in Pyjamas sind lustig anzusehen. Was soll ich jetzt wiedererkennen? Klar. Das ist vielleicht die Musik aus der Lebenshilfe? Pyjamas, zwei, die sich gut verstehen. Bananas in Pyjamas? Nie geguckt. Wer guckt so eine Scheiße? Kenn ich nicht. Bananas in Pyjamas. Was soll das sein? Also, was ist das? Das ist eine Kinderserie, oder ja, was? Ja, das sind Bananas in Pyjamas. Also Bananen im Pyjama. Ich habe immer nur Bananen in meinem Arsch. Okay, ich mache ein und du musst den wissen. Ich muss dir noch kurz sagen lassen. Okay, gut, jetzt. Ich bin Gigi Sigi von den Gigi Brothers. Sido. Welcher Song? Mein Block. Einen Versuch hast du noch? Ja, kenne ich nicht von ihm. Arsch-Song. Oh, deswegen kenne ich ihn auch nicht. Scheiße! Oh nee, da sind ja voll viele Leute, die gucken, Digga. Robert! Boah, seid ihr bereit? Boah! Digga! Holy shit, Alter! Oh. Hat sie aufs Maul gelegt. Oh. Halb so wild. Ah, also ein bisschen geschlittert. Das Motorrad ist auf sein Bein gefallen. Ja, das ist das Problem. Das Motorrad ist auf sein Bein gefallen, ja. Wow! Yay!
Titel sind heftig. Backflip! Hier sind die ja endlich. Genau das habe ich gesucht. Boah, mit was nimmst du? Ich glaube Kinderriegel. Kriege ich Autogramm? Nee, ich habe keine. Das funktioniert doch nicht, Digga. Nee, das geht nicht. Mit so einem, ist das ein Kassenbon oder? Ja, wow, was soll ich, Digga? Die aus wie Klopapier. Aber das ist doch was. Das geht nicht, funktioniert nicht. Scheiße, das ist das Haus zu Weihnachten. Warte, mach auch noch nicht. Was hast du denn? Ja. Hab dir Penis gemalt, so. Ja, mach, komm. Ja, ach, Digga, mit 5 Sekunden Timer. Mach doch mal mit ohne Timer. Ja. Bro, Kinderriegel und Banane meinst du? Ja, klar. Ja, das wollen wir gerne haben. Also nee, ich nehme nur Kinderriegel. Das ist so langweilig. Egal. Du hast ja gar kein Flair in deinem Leben. Ja, stimmt. Oh, scheiß ich drauf. Egal. Ich will ungesund. Dankeschön. Boah. Oh ja, ich werde so fett abschmatzen, Chat. Möchtest du mal die Bratwurst? So, das ist klar. Super. Ja, komm. Gut. Gerne. Dieser NPC wegen im Hintergrund, Digga. Die eine, die ganze Zeit am Winken, Digga. Sieht so dumm so hier aus, ey. Bleib dann, hast du einen 2 gestellt? Nein, aber extra Kinderriegel. Hast du extra Kinderriegel? Oh Gott, nein. Ich kenne nichts anderes von ihm. Kennen Sie die legendären Pommes für die Mitte? Die bestellt er immer Pommes für die Mitte. Die, sagt, die sind für alle anderen, aber die einzige, der Einzige, der die isst, ist er. Alter, ist das Karenz, Mann, Digga. Wie viele Riegel sind da drauf, die hier stellen? Nee, 3. Man muss auch in der Mitte bleiben. 3? Ja, Digga, du wirst dich gleich so voll sipschen, Digga. Die eine, die da im Hintergrund gewunken hat, war so lustig. Sagt ehrlich, Chat, die hat gewunken wie ein NPC, oder? Das war ein richtiges NPC-Winken. Warte. Nein, war so. Ja, easy, so. Ich kenne mich damit besser aus. Ja, easy. Alles gut. Oh, ja. Yeah. Sieht aus, als würde er gleich kommen. Vertrau mir, das sieht anders aus, wenn ich komme. Montesquim spendet 5 Euro. Nach der deftigen Speise kannst du mich ja mal wieder hitten. Ja, so Messebesucher haben richtig keinen Spirit, Digga. Worauf ich mich aber noch mehr freue, Chat, werden die Fahrradstreams sein. Abos Arschritze mit 5 Euro. Kannst du mich bitte mal wieder waschen? Ja, genau. Dankeschön. Ja, super. Mein Sohn, danke. Ja, alles klar, danke. Viel Spaß euch, ja? Dankeschön. Gut, gerne. Ciao, ciao. Gerne. Man, du könntest auch verwandt sein mit Elotrix, sage ich ehrlich. Du siehst ihn schon ein bisschen ähnlich. Oder nicht? 100%. Er ist der kleine Elotrix. Kennst du Elotrix? Krass, Digga. Nee? Ja. Du siehst 1:1 aus wie Elotrix, sag ich ehrlich. Dankeschön. Gut, gerne. Mülleimer spendet 5 Euro. Aha. Hallo, kommt zurück, ihr habt mich liegen gelassen auf der Rolltreppe. Was haben wir liegen? Nee, wir haben. Was war? Achso, den Müll. Ja, den habe ich auf der Rolltreppe liegen lassen. Das stimmt. Ja. Das ist aber eine Frechheit, dass du das auch noch donatest. So ein Spinner, Digga. So ein Hotel. Das ist genau wie der mich verpfiffen hat, dass ich diese Ding weggeschoben habe. Stimmt, ja. Ja. Mal gucken, sind die Preise jetzt schon verliehen worden? Wer hat gewonnen? Ah, jeder hat einen Preis. Aber Seichel Käse spendet 5 Euro. Okay, aber kannst du mich auch mal wieder waschen? Schon lange her. Das ist falsch. Oh, was sagst du hierzu? Oh, da ist das Ding gegen die Wand gefahren. So sieht das auf jeden Fall aus. Ist das der Scheinwerfer? Nee, das ist doch nicht der Scheinwerfer, Digga. Oh, Entschuldigung, wieder angefasst, Scheiße. Oh, das Ding hat 136 PS. Dünnsches Meister spendet 5 Euro. Ich bin Back, wo sind die Rente? Aus dem Weg, hab Durchfall. Das Ding wird richtig Schub geben, weil das nichts an Gewicht hat. 100%, das wurde deswegen so leicht gebaut. Ja, deswegen hat auch keinen Schein mehr, was eine reine Rentnertreff spendet 6 Euro. Fährst du mit dem Lamborghini zu JP? Nee, fahr ich nicht. Ist der Typ noch da? Sein Stand war auf der anderen Seite. Ach, das Ding hat gewonnen anscheinend. Da ist eine Krone drauf. Oder warum ist die Krone da drauf? Aha, die da hinten, guck mal, die können wir fragen. Motorrad spendet 5 Euro. Mein Auspuff ist bereit für dich, Monte. Bin ganz schön dreckig. Maul. Entschuldigung, eine Frage. Habt ihr gewonnen mit eurem Chrom-Ding? Ja? Echt jetzt? Oh, Moment, krass. Krass. Wir waren vorhin mit dem Chef, der das gefahren hat, drauf und haben alle angeguckt. Also ich hätte mich wahrscheinlich auch für deine Maschine entschieden. Mein Chat, also mein Livestream, fand die Olivgrüne, dunkelgrüne besser. Okay.
Okay. Aber ich finde deine wunderschön. Die gibt mir richtig, so klischee-mäßig, die gibt mir richtig Sons of Anarchy Vibes. Du hast doch den ersten gemacht. Ja, genau. Ja, das ist, du hast den ersten Platz gemacht. Geil. Glückwunsch. Wenn ich mir jetzt so eine von dir bauen lassen würde, Costa Quanta? 30, 35. Geht ja auch. Je nachdem, ne? Was für extravagante Wünsche du hast. Sieht echt schön aus. Gibt es auch Cash dafür oder nur ein Pokal? Das ist nur ein Pokal. Aber Standing gibt es dafür. Ja, ist ein Standing in der Szene. Ne? Und ja. Spricht sich auch um, wer den ersten gemacht hat. Ich finde, die Gesamtoptik performt einfach. Die haben wir vorhin nicht geguckt. Oh. Das sieht so lustig aus. Die würde safe brechen, wenn ich mich getroffen hätte. Das wäre was für Breitenberg, finde ich. 100%. Ja. Auf das kleine Ding? Kann Abo auch aufsetzen? Das, aber die Stellung sieht aber, also, er ist schon so. Ja. Wie viel Leistung hat die? Die hat ungefähr so 8 PS. Aber 8 PS ist schon nicht so wenig. Also ein Roller, normale 50 Kubik hat 3 PS. Motorrad spendet 5 also, Euro. 8 PS ist okay. Ich wünschte, du würdest auf mir sitzen. Aha, okay, mein Öl tropft schon. Mann, nun schaute. Ach so. Was? Hier steht Kill, ne? Schon gefährlicher Hase. Boah. Okay. Ja, das ist schon... An irgendwas erinnert mich das von der Halteposition. Boah, der Motorrad. Da also musst du aber echt aufpassen. Alter. Ist ja auch mal was Besonderes, auf so ein Ding mal zu cruisen. Ja, ne? Ja. Hier ist es ja viel anderes, viel modernes. Und da hast du jetzt mal was früher halt. Ja. Eigentlich ist das Yamaha? Ja. Yamaha, Dragster. Weil so diese Farbe ist wunderschön. Ich finde, was sagt ihr, Chat? Der Lack. Ey, bitte, guck mal das Ding an. Einfach schauen, wie geil ist das denn? Auch die Krone. Wobei ich mir auch vorstelle, dass das sehr schmerzhaft sein kann. Wenn du darauf klatscht, ne? Aber die Details mit der Schraubschlüssel, das feiere ich auch nochmal. Sehr sexy. Ich finde diese Ummantelung, ja, ne? Ja. Sehr schönes Motorrad, auf jeden Fall. Also muss ich sagen, ist schon ein Highlight. Hier, alleine nur der Farbton. Ist sehr schön, ja. Kumpfass, Hammer, ja. Sehr schönes Moped, Digga. Auch hier die Details mit der Kette. Ach, guck mal, hier auch Abo, guck mal. Sehr detailreich, super. Geil, das ist richtig geil. Super gemacht, guck mal, die mit... Dieser Ketten-Nummernschildhalterung. Das fühle ich richtig. Sehr geil gemacht. Sie hat man hier so noch gar nicht gesehen. Sieht sehr schön aus. Mit den Kupfer-Details. Kupfer ist auch einfach eine schöne Farbe. Wir haben gerade die Nummer 1 uns angeguckt. Der Chroma hat gewonnen, ne? In seiner Klasse, ja. Ja, genau, richtig, ja. In seiner Kategorie hat er mit dem Chrom gewonnen. Und wo du gefragt hast, ist, dass du der heimliche Favorit ist. Ja. André der Rentner spendet 5 Euro. Ich aus dem Weg, ihr Geringverdiener. Mann, Timing. Ja. Und dieses lange Ding hat er best of Show gemacht. Okay. Das ist also wirklich das beste Motorrad jetzt in der Show hier. Mhm. Einfach aus dem Grunde, weil da so viel Handarbeit drin steckt. Diesen ganzen Rahmen und alles haben die selber gebaut. Mhm. Und deshalb hat er es gewonnen. Oh, geil. Glückwunsch. Ich glaube, da brennt es unten. Ja. Was hieß der Spruch jetzt? Er hat eine Kippe in der Hand. Ach so. Und er hat sie auf heimlich die versteckt, aber die ganze Zeit hat es hochgequalmt, Digga. Das war, ja, was soll ich dir sagen, Digga. Willst du noch was mitnehmen? So eine kleine Erinnerung? Sieht sehr cool aus, ja. Safe. Habt ihr was in deiner Größe? Klar. Größe? Eine Geldbörse, ja. Eine Geldbörse haben wir. Boah, da oben sehe ich aber einige. Was gut aussehen könnte, das ist intens. Das ist genau mein Ding. Das finde ich richtig sexy bei Frauen. Nee, das ist nicht meins. Also am besten das Größte, was ihr habt, einmal. 2XL ist leider im Moment das Größte und das reicht nicht. Du möchtest sie auch zumachen, nicht nur überwerfen. Ne? Ja, richtig. Welche Größe denkst du denn würde mir passen? Größte 4XL. Wenn wir Glück haben, ist sowieso nur ein Versuch. Ja, okay. Versuch ist hart bei 4XL. Wohl ist schon ein bisschen zu viel, Digga. Dieser Skorpion hier. Schon cool, Digga. Danke dir, ja. Bitte. Dankeschön. Ja. Schönen Tag noch, ne? Und schönen Sonntag. Ciao. Gut, gerne. Viel Spaß. So, einer der bedeutendsten Streamer Deutschlands ist heute bei mir zu Gast. Also ich meine, ich möchte ja bei dir alles werden, nur kein Schuh, ne? Das ist ja so. Sieht doch cool aus. Du brauchst eine Brille, du bist nicht böse, du hast so oft im Fernsehen. Ich trage die immer so lange, bis sie nicht mehr gehen, dann habe ich immer neue. So, erster Punkt für dich ganz wichtig ist Moin. Mein Großer, deine Schuhe werden seit Generationen mal wieder in einem einzigen Arbeitsgang gereinigt, was ja aber für dich viel geiler ist. Pass mal hier rüber. Klebt nicht, schmiert nicht, färbt nicht, fettet. Sieht gut aus, ja. Das heißt, du kannst dich jetzt mit dem hellen Shirt sofort auf frisch gepflegten Sessel setzen, ohne dass dir irgendwas versaust. Mhm. So, dann stell mal bitte beide Schuhe nebeneinander. Und jetzt verrate bitte deinem linken Schuh mit einfachen Worten, wo du die Farbe geparkt hast. Ich sehe das sofort. Ja, das wird sich bestimmt auch gut an Brüsten machen, sage ich.
mein Lieber, was du damit zu Hause machen möchtest, sei bitte kreativ, das will ich jetzt mit dir ausdiskutieren. Das, glaube ich, würde den Rahmen dieser Veranstaltung auch mehr sprengen. Boah, ja, aber du kannst eine 360-Grad-Kamera halt noch nicht geil im Stream einbinden, ne? Das ist das Problem. Diese Funktion gibt's halt einfach noch nicht. Was meinst du, wie viele Schritte haben wir jetzt heute gemacht? Ich schätze so 10.000. Ja, hätte ich auch gesagt. Da drüben ist immer noch Action in der Halle. Was? Ich hoffe, der Messestream hat euch gefallen. Lasst Liebe bei Abo da. Und hat Spaß gemacht, war richtig cool. Auf jeden Fall.